Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit der Themenvorschau für euch. Ich war heute bei Finnair in der Jahreshauptversammlung, war es nicht. Es waren die Quartalszahlen 1 und 2, also Halbjahreszahlen von Finnair, war sehr interessant. Aber dazu vielleicht in der Sendung mehr. Das Thema, was mich heute am meisten interessiert, ist das Thema Skyplagging oder Hidden City. Und das ist ein Thema, was sehr heiß diskutiert wird, was es ist. Was es bedeutet, gehen wir in der Sendung drauf ein. Aber wir haben zum Beispiel in den USA einen Kollegen, der deshalb Probleme gehabt hat, weil er halt dieses Skyplagging Hidden City gemacht hat. Und er wird jetzt, und das ist das Krasseste an der Nummer, für 3 Jahre gesperrt mit der Fluggesellschaft wegen dieser Praxis. Also in der heutigen Sendung um 19 Uhr mehr dazu. Dann geht es weiter. Die Eurowings hat den ersten A321neo im Einsatz. Da gehen wir ein bisschen drauf ein. Delta hat Passagiere gefangen gehalten, kann man sagen. Und zwar bei 111 Grad Fahrenheit. Das sind wir irgendwo bummelig über 50 Grad. Da sind einige ausgecheckt und mussten natürlich ins Krankenhaus. Das gleiche Problem gab es bei den Freunden von Air Malta. Nachdem wir uns an die neue Livery gewöhnt haben, gab es da auch Hitzeschäden. Und wir haben natürlich noch ein Thema Lufthansa. Und zwar Lufthansa, die Allegris-Kabine First Class Doppelsuite. Ja, Lufthansa hat sich dazu geäußert, heißt also jetzt Rolle rückwärts. Und da schauen wir uns das Thema mal gleich an. Und last but not least, vorerst noch das Thema Dealzone. Und da haben wir einen Dealzone mit der Lufthansa respektive mit der Swiss von Budapest in der First Class nach Santiago für 3.099 Euro. Cooler Preis, coole Rotation, viele Meilen, aber mit einem kleinen Kniff. Also bis heute Abend um 11, um 19 Uhr bei Frequent Traveler TV. Also ich freue mich auf euch. Bis dann. Ciao.